Und jetzt ist es wieder Zeit für eine neue Folge Döners Talk. Eine etwas ungewöhnliche Kulisse dieses Mal, aber es ist auch eine ungewöhnliche Sendung, eine Extra-Ausgabe. Ein Jahresrückblick mit Ausschnitten von Gesprächen mit all den Gästen, die 2019 bei mir zu Gast waren. Da ist zum einen der Humedica-Gründer Wolfgang Groß, der über 40 Jahre Katastrophenhilfe gesprochen hat. Gunnar Hartmann, der die Fridays for Future-Demonstrationen in Kempten organisiert. Außerdem der Kemptener Psychiater Markus Jäger und Dekan Jörg Dittmar. Mit dem habe ich über das Thema Kirchenasyl gesprochen. Und mit Kreisbrandrat Markus Bahnsteiner über den manchmal heftigen Alltag der Feuerwehrleute. Auch die Politik ist 2019 natürlich nicht zu kurz gekommen. Von der Kommunal- bis zur Europapolitik war alles dabei. Gute Unterhaltung jetzt und viel Spaß. Sie haben ja inzwischen selber auch über 100 Länder bereist und das in den meisten Fällen nicht, um Urlaub zu machen. Wenn man dann Armut, Elend, Krankheit sieht und auch jetzt nicht nur, dass jemand krank ist, sondern dass es halt scheinbar systematisch in Ländern so ist und sich auch von alleine nichts ändert. Wie viel nimmt man damit nach Hause oder wie geht man damit um, dass man nicht verzweifelt? Also mir hat natürlich geholfen, dass ich Glauben habe, dass ich weiß, ich kann nicht alles verändern und dass ich auch Dinge abgeben kann im Gebet. Wir machen morgens um 8 eine Andacht für all diejenigen, die Lust haben, dabei zu sein. Und was ganz wichtig uns ist, ist einmal immer wieder für die Einsatzkräfte auch zu beten. Und zum anderen wollen wir einfach auch Gott um Hilfe bitten, dort, wo wir nicht mehr weitermachen können. Wir versuchen alles, wir versichern die Leute natürlich, wir informieren uns über die Sicherheitsrisiken in dem Land, auch mit unseren Partnerorganisationen, aber sie können nicht alles vorbereiten. Ein gewisses Restrisiko bleibt und das muss die Einsatzkraft eben selbst tragen und auch wissen, ob sie bereit ist dazu. Mhm. Und Sie können natürlich auch nicht sofort alles besser machen vor Ort. Nein, ja. Auch wieder für eine bestimmte Gruppe. Wir haben, wie gesagt, in der Anfangsphase in der Regel Equipment dabei, um erstmal 3000 Patienten versorgen zu können. Und wenn notwendig, wird Nachschub dann geliefert. Aber wir wissen, dass wir nur beschränkt helfen können. Aber es gibt ja viele andere auch. Wir sind ja nicht die Einzigen so. Alles in allem gesehen, denke ich, werden heute Katastrophenopfer sehr schnell und auch sehr gut versorgt. Ja, Herr Wengert und Herr Rotter, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Und ist Ihnen schon langweilig? Nee, wenn wir immer wieder Einladungen bekommen, so wie die von Ihnen, da wird es uns nicht langweilig, oder, Eberhard? Also offen gestanden, keine Sekunde bisher. Deswegen machen wir das. Ich lade gerne ehemalige Politiker ein. Beschäftigungstherapie für ehemalige Abgeordnete. Das ist immer so die erste Frage. Ja. Nee, aber das kann ich mir schon vorstellen, dass es nicht langweilig geworden ist. Aber wie kommen Sie denn ohne den Landtag aus? Ja, also ich komme ganz gut aus. Ich war gestern im Landtag anlässlich des Jahresempfangs des Bayerischen Roten Kreuzes und bin in die Fraktionsgeschäftsstelle gegangen, habe gedacht, ich treffe ein paar Kollegen, hatte bereits völlig vergessen, dass Mittwochnachmittag Fraktionssitzungen sind. Ach so, so ich schnell, dachte, Sie hatten keinen getroffen, weil so keiner schnell, von der SPD nein, mehr da ist. So schnell gewinnt man Abstand dazu und zu meiner Frau habe ich vor kurzem gesagt, die Tage vergehen jetzt noch schneller als früher. Ich komme gut aus ohne Landtag, überhaupt keine Frage. Vermisse gar nicht, dass ich 3 Sitzungstage zwingend über 28 Jahre jede Woche dann in München sein musste. Aber die Hauptsache ist ja, dass der Landtag ohne Sie auskommt, damit es trotzdem weitergeht. Und das wissen wir nicht. Also. Das sehen wir dann. Das wird sich weisen, aber ich bin da ganz zuversichtlich. Du bist Mitorganisator der Fridays for Future Bewegung, nenne ich es mal, in Kempten. Es gibt ja auch solche irre Zahlen, wie zum Beispiel aus Berlin, wo 20.000 geschätzte oder gezählte oder wie auch immer Schüler mitgelaufen sind. Warum läuft das so gut? Ich meine, das ist ja ein Selbstläufer inzwischen. Warum funktioniert das so? Ich glaube, dass wir einfach was ansprechen, was die Menschen seit Jahren irgendwie betrifft und irgendwie beschäftigt auch. Und jetzt plötzlich halt das Ganze einfach knallhart auf den Tisch kommt und wir sagen, dass da Veränderungen kommen müssen. Und dass ganz viele Menschen einfach da, was in denen gebrodelt ist und das einfach jetzt rauskommt und wir einfach unserer Meinung Luft lassen müssen. Wie viel hat Greta Thunberg damit zu tun?
Ich glaube, sie war einfach diejenige, die das Ganze angestoßen hat und damals eben mit ihrem Schulstreik wirklich allen gezeigt hat, dass die Lage ernst ist. Und dann wurde sie ja eben nach Katowice eingeladen und dort hat sie dann einfach diese Medienpräsenz gehabt, um dann eigentlich überall aufzutreten. Und damals hat ZDF darüber berichtet und ich habe das über die sozialen Medien mitbekommen und habe dann auch direkt gedacht, sowas müsste man eben auch in Kempten machen. Aber ich war damals noch nicht bereit, sowas selber zu organisieren. Und als ich dann mitbekommen habe, dass eben in Kiel angefangen und dann in Berlin, auch in Hamburg Demos waren, dachte ich, in Kempten muss das einfach auch sein. Sie sind Psychiater und Chef des BKH in Kempten, Bezirkskrankenhaus. Dort behandeln Sie alle möglichen psychischen Erkrankungen. Und dann stellt sich als erstes die Frage, was ist denn eigentlich die Psyche? Da könnte man jetzt philosophieren, da könnte man die ganze abendländische Tradition aufdecken. Die Psyche, ich würde es mal so sagen, das ist das Erleben, das Fühlen des Menschen. Wo die einen Ort hat, ist auch wieder, kann man jetzt wieder auch philosophieren drüber. Ich sage es mal so, die Neurowissenschaften der letzten 100 Jahre kamen eher darüber ein, dass das Gehirn der Ort der Psyche ist und dass da ganz maßgeblich auch das Gehirn ist. Ob es aber nur das Gehirn wirklich ist oder ob es auch den anderen Körper betrifft, da gibt es auch viele Studien und viele verschiedene Untersuchungen. Von daher muss ich es einfach auch offen lassen. Mhm. Ist ja genauso, wenn man einen Pfarrer fragt, wo ist die Seele, ne? Ist auch eher, man müsste es eigentlich einen Philosophen fragen wahrscheinlich. Letztendlich ist es eine philosophische Frage. Was ist die Psyche? Was ist die Seele? Wo ist die? Letztendlich sind es philosophische Fragen, wobei die Psychiatrie ja ganz, ganz stark mit der Philosophie verbunden ist. Ist ja auch, wenn ich gleich anfangen darf, ist ja auch mein Lieblingsthema, Karl Jaspers, den ja eigentlich alle als Philosoph kennen, der große deutsche Existenzphilosoph, war ja ursprünglich Arzt und Psychiater und hat in der Psychiatrie gearbeitet und hat auch ein maßgebliches Buch geschrieben, nämlich die allgemeine Psychopathologie, 1913, was für mich heute immer noch eines der besten Bücher ist, und ist dann über die Beschäftigung mit der Psychiatrie, mit der Psychopathologie zur Philosophie und zur Psychologie gekommen. Also von daher ist das wirklich ein ganz guter Einstieg und hat eine ganz große Verbindung zur Philosophie. Sie waren ja 8 Monate insgesamt, glaube ich, Wirtschaftsminister. Ich bin im März berufen worden, was bis November, ja, so gute 9 Monate, dreiviertel Jahr, ja. Genau, und dann hat sich die neue Regierung zusammengetan und dann hieß es, Franz Josef Schierer ist nicht mehr Wirtschaftsminister. Hat das im ersten Moment wehgetan oder muss man das einfach als Profi wegstecken und mittragen? Also man wäre wohl völlig emotionslos, wenn man jetzt sagen würde, das hat man einfach so weggesteckt. Nein, das ist ein Einschnitt und das tut auch im ersten Moment weh, weil man dieses Amt gerne gemacht hat. Also ich bin ja da nicht zwangsversetzt worden, sondern Wirtschaftspolitik war meine und ist meine Leidenschaft. Insofern ist es ein Einschnitt und dieser Einschnitt tut zunächst auch mal weh. Das bringt gar nichts, das in Abrede stellen zu wollen. Man weiß aber, das bringt nichts, den Blick in die Vergangenheit zu richten, sondern der Blick hat nach vorne zu gehen. Und ich kann jedem nur raten, der in so eine Situation kommt, diese Trauerarbeit schnell zu bewältigen und dann wieder den Blick nach vorne zu richten. Aber ich habe die Zeit auch genommen, um inhaltlich ein Stück vielleicht vom Aufgabengebiet oder von der Position Abschied zu nehmen, weil es eine spannende Zeit war. Ich war 10 Jahre Mitglied der Staatsregierung, möchte diese Zeit nie missen. Das waren die spannendsten Jahre in meiner beruflichen Laufbahn. Und dann diesen Schnitt zu machen und zu vollziehen, das ist nicht einfach und das ist ein echter Einschnitt, der, wie gesagt, auch ein Stück wehtut. Sie haben ja auch diese Zeit noch miterlebt. Da gab es doch große Skandale, dass irgendwann alle Leute sich in die Listen eintragen, alle Parlamentarier, und kaum einer im Parlament hockt. War das wirklich so schlimm? Oder ist es jetzt anders? Also, das ist so. Man muss immer schauen, die Hauptarbeit, die findet in Brüssel statt, in den Ausschüssen. Da wird inhaltlich am intensivsten gearbeitet. Und da auf das, was Sie Ihre Kurs nehmen, das ist im Plenum gewesen, da muss man sich auch einschreiben, dass man da ist. Aber im Plenum sitzen Sie ja nicht immer. Da sitzen Sie nur, wenn Sie abstimmen, also ganz hohe, gute Präsenz mittags. Aber wenn dann nicht Ihr Thema dran ist, sondern was ganz anderes, dann sind dann nur die aus den Ausschüssen. Und dann hat es immer so ausgeschaut, als die Leute sich nur eintragen, dann kurz mal reingucken, ob da jemand ist und wieder gehen.
Also und Unterschrift bedeutet Sitzungsgeld, ne? Die Unterschrift bedeutet Anwesenheit und die bedeutet Sitzungsgeld. Sie können das aber noch regulieren. Es wird nämlich, wenn Sie mittags abstimmen, das wird über elektronisch erfasst. Und wenn Sie nicht da sind oder eine bestimmte Zeit nicht da sind, dann wird das Sitzungsgeld sogar reduziert, wenn man davon ausgeht, Sie sind nachmittags nicht da gewesen. Ach so, ist so nach und nach dann doch ein bisschen reguliert worden. Ich glaube, bei der Europäischen Union, wir haben im Europäischen Parlament, wir haben 751 Abgeordnete. Können Sie eine fleißige Abgeordnete sein oder eine, die halt nichts tut und da in diesem Gros verschwindet? Wenn Sie sagen, das ist, wir haben es gut abgearbeitet und wir haben alles, was wir können, haben wir super gemacht, ja. Und das ist also von uns aus gesehen so nichts schiefgelaufen, wenn man so will. Ja. Ja? Ist das auch so ein bisschen dieser professionelle Mantel, den man sich anzieht, um natürlich auch ein bisschen die Gefühle zu verbergen, indem man so Standard abklopft, indem man vielleicht sich auch hinter die Ausbildung hilft dann natürlich. Ja? Absolut, ja. Versteckt man sich da so ein bisschen auch hinter Standards? Ich meine, ihr habt immerhin da unbedingt auch ein totes Mädchen rausgezogen, das muss man auch sagen. Ganz klar. Und, ja. Und die Schutzkleidung der Feuerwehrleute ist auch eine Schutzkleidung, das ist der äußere Schutz, der Schutzmantel. Mhm. Und wenn ich die Kleidung anhabe und ich bin im Dienst, ich bin im Einsatz, dann fühle ich mich schon mal ganz anders. Mhm. Dann bin ich im Dienst und dann mache ich das. Mhm. Die Gefühle und die Gedanken, die kommen schon. Jeder von uns ist Mensch, jeder von uns hat Familie, vielleicht ist Familienvater, Mutter. Man macht sich da durchaus Gedanken. Das geht allen so und jeder geht etwas unterschiedlich mit der Situation um. Aber Gott sei Dank gibt es eben diese Schutzfunktionen, die die Menschen haben. Sonst könnte man solche belastenden Einsätze gar nicht abarbeiten. Mhm. Da würde man dran zerbrechen. Ja. Und da haben wir eben auch ganz tolle Teams bei uns der Nachsorge, die hier wirklich gute Arbeit leisten während des Einsatzes, aber auch im Nachgang und uns betreuen. Mhm. Und in dieser Bewältigung und Abarbeitung kann man dann letztlich sowas auch ganz gut verarbeiten. Gab es was, als Sie vom Bürgermeisteramt ins Landratsamt gewechselt sind, gab es da Sachen, die Sie, die Sie vielleicht erschreckt haben oder zumindest erstaunt oder am Anfang vielleicht auch überfordert? Erschreckt nicht und ich hoffe auch nicht überfordert, das müssen andere beurteilen, aber es gab sicher nicht wenige Dinge, die mich schon etwas neu gefordert haben, nicht überfordert und vor allem auch überrascht haben, weil es ist doch eine andere Ebene. Man bringt zwar sehr viel Wissen mit und wenn man bereits 6 Jahre stellvertretender Landrat war, dann kriegt man auch manches mit, was eigentlich sonst der Bürgermeister noch nicht erreichen konnte, aber es gibt dann, wenn du dann direkt im Amt stehst oder sitzt, dann sind es tatsächlich Themen, wo Entscheidungen notwendig sind, wo man bisher so eigentlich nicht erwartet hatte. Also es ist tatsächlich eine ganz andere Dimension, als nur Bürgermeister zu sein. Ganz viele schlagen sich auf die Seite vom Pfarrer Gampert und sagen, das ist toll, der hilft halt. Ja, ja, das muss er im Prinzip sogar als Kirchenmann, sollte er das tun. Und aber viele sind auch genau dagegen. Und da geht es auch so weit, dass Sie sagen, die Kirche würde sich über geltendes Recht stellen. Wie ist denn das mit dem Recht? Es gab ja zum Kirchenasyl Vereinbarungen, die wurden detailliert ausgehandelt. Die wurden mit den Innenministern ausgehandelt, die wurden mit dem BAMF ausgehandelt, auf Landesebene, auf Bundesebene. Und wenn wir ein Kirchenasyl machen, also wenn ein Kirchenvorstand sich dafür entscheidet, dann hat er eine riesen Checkliste, an was er alles denken muss, dass er die Polizei informiert, dass er das BAMF informiert, dass er die Kirchenleitung informiert, dass er das Landratsamt informiert. Und wie lange der Kirchenasylgast da sein darf und nicht da sein darf und ab wann es eben welche Regelungen gibt, das ist doch alles geklärt. Deswegen da von einer Grauzone oder von einem rechtsfreien Raum oder gar, dass die Kirchen sich über irgendeine Rechtsordnung stellen, zu reden, Entschuldigung, das ist einfach Quatsch. Das stimmt so nicht. So als Regionalpolitiker, aber auch als Landes- oder Bundespolitiker waren Sie immer wieder da, auch immer in Oberrohr, da gab es ja zwischendurch mal eine hohe Politpromi-Dichte, die waren ja alle auch mal bei Ihnen. Ist Ihnen das wichtig, da so nie den Faden verloren zu haben? Das ist ganz wichtig. Ich glaube, jeder Mensch braucht Heimat. Und für mich war und ist Heimat natürlich Oberrohr. Es ist aber auch jetzt Sieg Heimat, ist gar keine Frage. Und auch der Weg zwischen Oberrohr und Sieg, den ich sehr oft, fast jede Woche fahre hin und her, ist für mich Heimat. Ja, das war auch
überlebensnotwendig, denn aus dem ganzen Stress, aus den Anfeindungen, aus den Problemen auch wieder nach Hause zu kommen, zu wissen, so jetzt bist du wenigstens wieder daheim bei deinen Lieben, bei deiner Familie, bei deinen Nachbarn. Und die haben immer zu mir gehalten. Etwa. Insofern war Oberrohr ein Refugium. Ich glaube auch, dass Heimat das ganz notwendige Gegengewicht zur Globalisierung sein muss. Jeder Mensch braucht Heimat, wobei bei jedem Heimat anders aussieht. Aber Heimat besteht natürlich nicht nur aus Steinen und aus Grund und Boden, sondern aus den Menschen, die um einen sind, die einem Heimat vermitteln. Und ich glaube, gerade in unserer globalen Welt, die keine Grenzen mehr kennt, braucht man einen Ort, wo man sich zu Hause fühlt, wo man daheim sein kann, wo man sich selber sein kann. Kommen einem manchmal die Probleme, die wir hier haben, dann lächerlich vor? Gerade wenn man von so einem Einsatz zurückkommt, wenn die Leute sich hier aufregen, dass sie im Zug kein WLAN haben oder sowas? Das kommt nicht nur lächerlich vor, das ist lächerlich. Ja, also ich meine, eigentlich müsste jeder wissen, in welchem Schlaraffenland er hier lebt. Es gibt Probleme, ganz klar. Aber im Vergleich dazu, wie die meisten Menschen auf dieser Welt zu leben haben, geht es uns so gut, dass eigentlich keiner sich beklagen darf. Sollte jeder mal so einen Humedica-Einsatz mitmachen, um wieder klarzukommen? Ja, das wäre sicher gut. Wir hätten vielleicht nicht ganz so viele Einsatzmöglichkeiten, wenn alle Allgäuer kommen würden. Aber wer mitmachen möchte, der kann sich natürlich bei uns melden. Kann sich mal erkundigen, welche Möglichkeiten es gibt, entweder lokal. Ich habe ja schon erwähnt, diese Weihnachtspäckchenaktion Geschenk mit Herz. Da brauchen wir Hunderte von Ehrenamtlichen, um alle 70.000 Päckchen durchzusehen. Oder eben auch im Ausland in den Einsatzgebieten für medizinische Fachkräfte oder so Multitalente, die dann als Koordinatoren arbeiten, Fahrzeug besorgen, tanken, Berichte schreiben und so weiter. Also wer da Lust hat, kann sich gerne bei uns melden über die Website. Jetzt ist das Korsett des Landtags von Ihnen weggesprengt worden quasi. Ist es jetzt so, dass Sie zu Hause sitzen und die Frau sagt, bring den Müll raus? Oder wie ist das Leben heute, Herr Rotter? Also den Müll bringe ich tatsächlich immer wieder mal raus, Sie im Übrigen selber auch. Aber das war vorher schon so. Also das habe ich auch schon während dem Landtag geschafft, wenn es nicht gerade an einem Sitzungstag sein musste. Nein, natürlich arbeitet man im Haushalt etwas mehr mit als vorher. Wenn ich nicht da bin, kann ich nicht mitarbeiten. Ist überhaupt keine Frage. Ist praktisch, ne? Selbstverständlich. Meine Frau ist im Übrigen noch am Arbeiten. Also da, von daher koche ich dann hin und wieder mal das Mittagessen oder mache es zumindest warm, wenn sie also schon vorgekocht hat. Wie ist es bei Ihnen? Können Sie was mit sich zu Hause anbieten? Mir wird es auch nicht langweilig. Ich helfe zu Hause das, was ich vorher auch schon getan habe, jetzt vielleicht etwas verstärkt, weil ich ja auch öfters zu Hause bin. Und natürlich geht es mir wie dem Eberhard Rotter. Als kommunalpolitischer Sprecher wird man natürlich auch heute noch gefragt von Bürgermeistern, von Gemeinderats- und Stadtratsmitgliedern, wie läuft denn das, was könnte man da machen? Ich werde immer wieder nach fachlichem Rat gefragt und ich gebe auch gerne Rat, wenn das notwendig ist. Natürlich braucht ihr die Schule, also den Schulstreik, als Vehikel für die Aufmerksamkeit, die ihr braucht. Völlig klar. Die Aufmerksamkeit ist ja jetzt da. Die habt ihr jetzt. Und wer ist denn jetzt vielleicht möglich, auch außerhalb der Schule zu streiken, um erstens vielleicht noch viele andere mit ins Boot zu holen, die freitags nachmittags arbeiten müssen oder vormittags. Und zweitens diese Debatte um das Schulschwänzen vielleicht damit auch mal zu einem Ende zu bringen. Also genau dieselbe Debatte hatten wir eben auch im Organisationsteam von Kempten eben, weil da auch Meinungen eben sind, die sagen, dass wir eben einfach in der Freizeit demonstrieren sollen, weil die Aufmerksamkeit haben wir durch diese eine Demonstration und jetzt sollen wir außerhalb der Schulzeit demonstrieren. Aber wenn wir etwas, also meiner Überzeugung nach, wenn wir diesen Streik machen oder diese Demonstration, dann sind wir eigentlich in der Pflicht, das in der Schulzeit zu machen, weil es eben die einzige Pflicht ist, die wir dem Staat gegenüber haben und die muss irgendwie beschädigt werden. Wir haben Sachen, die wir außerhalb der Schulzeit gemacht haben. Ich habe mich in den Ferien darauf vorbereitet. Ich war in den Ferien auf den Allgäuer Alpbautagen und habe mich da einfach dafür eingesetzt. Und ich denke, das ist auch in vielen anderen Städten so, dass wir einfach
vieles machen, was gar nicht irgendwie in den Medien kommt, aber was einfach alles Zeit von uns beansprucht. Genauso wenn ich jetzt hier bin oder wenn ich Pressemitteilungen schreiben muss oder sowas, das ist alles nicht in der Schulzeit, sondern dafür opfere ich meine Freizeit. Aber das ist vielen halt gar nicht bewusst. Das Image der Patienten, aber auch der Einrichtungen und vielleicht sogar auch der Ärzte, hat sich da was getan oder verändert? Also ich meine, dass sich's massiv verändert hat zum Positiven hin. Also auch für uns. Die forensische Psychiatrie, die Maßregelvollzugkliniken haben immer noch dieses negative Image, da werden Leute weggesperrt und entweder werden sie zu lange weggesperrt oder sie werden zu früh entlassen, je nachdem. Bei uns für die Allgemeinpsychiatrie, wie beim BKH Kempten, die haben, glaube ich, ein massiv deutliches Image, besseres Image bekommen. Wie ich immer so schön sage, bei uns die Patienten sind aus der Mitte der Gesellschaft. Das sind ganz normale Menschen, die Probleme haben, die auch unsere Hilfe in Anspruch nehmen. Und das freut mich sehr, dass es irgendwie gelungen ist. Und da möchte ich auch beitragen, dass es weiterhin so, auch weiterhin so bleibt. Geht ein Psychiater eigentlich auch zum Psychiater? Das ist kein Tabu. Selbstverständlich. Jeden Psychiater kann auch psychische Krankheiten treffen. Jeden von uns kann psychische Krankheiten treffen. Und man hat auch Psychiater, die selber erkrankt sind. Selbstverständlich. Also man ist ja nicht so ein Fachmann, dass man sagt, ach, das ist das und das kriege ich schon irgendwie selber weg das oder so. Das ist das Problem bei jedem Arzt. Also wie sagt man so schön, Ärzte sind die schlechtesten Patienten. Und das trifft auch bei Psychiatern zu. Also das ist natürlich klar, man denkt, man hat alles im Griff und man weiß natürlich auch um Begrenztheiten, man weiß natürlich auch, was alles nicht geht, wie schwierig es ist, aber es ist kein Tabu mehr. Es ist immer so viel vom Fachkräftemangel die Rede in allen möglichen Branchen. Gibt es den in der Politik eigentlich auch? Also ich mache mir keine Sorgen, dass es künftig nicht möglich sein wird, Landtags- und Bundestagsabgeordnete und Europaabgeordnete zu finden. Wo es aber sehr schwierig wird, und wir werden das in diesem und im nächsten Jahr spüren, das ist im ehrenamtlichen kommunalpolitischen Engagement. Die Bereitschaft, sich heute für einen Gemeindemarkt oder Stadtrat aufzustellen lassen oder als Kreisrat zu kandidieren, die nimmt dramatisch ab, leider Gottes. Die erste Entscheidung, in eine Partei einzutreten, hat immer mit politischer Grundüberzeugung zu tun. Und deshalb geht mein Appell auch an die junge Generation, engagiert euch in welcher demokratischen, das will ich ganz bewusst sagen, Partei auch immer. Es lohnt sich und es kann auch Spaß machen. Auch wenn Sie jetzt mit dem Begriff Heimat an sich ein bisschen fremdeln, aber dass doch das Allgäu schon eine Rolle spielt in Ihrem Leben. Ja, das, natürlich ist es auch, wenn Sie in einer ländlichen Gegend aufwachsen, die auch so besonders schön ist. Und die Leute generell, sage ich jetzt mal, ich weiß nicht, ob man immer so verallgemeinern kann, aber die Allgäuer sind nicht leicht hysterisch oder so überaktiv, ja, sondern relativ ruhig. Und das ist gut, das ist eine gute Grundkonstitution, die ich da mitbekommen habe, um auf diese hektische Welt, diese sehr problematische Welt zu reagieren. Ich finde, die Berliner, so es sie da noch gibt, sind auch sehr ruhig. Ach so, die echt? Sind nicht preußisch. Aha. Das Preußische ist eher das Brandenburg drumherum. Aha. Sind die dem Allgäuer näher, als man so denkt? Oder? Also ich... Manche schon, ja. Die Kollegen vom Rettungsdienst und auch von der Polizei erfahren immer wieder Gewalt, auch im Alltag. Ist das auch bei der Freiwilligen Feuerwehr oder überhaupt bei der Feuerwehr mehr geworden? Die Übergriffe sind durchaus mittlerweile auch in unseren Bereichen, dass manchmal auch einfach der Einsatz der Feuerwehr gar nicht so akzeptiert wird. Gerade Verkehrsteilnehmer sind da oft sehr im Stress des Alltags, wo einfach meinen, wir machen sowas zum Spaß, befolgen auch die verkehrslenkende Maßnahme nicht. Aber das macht nicht nur bei der Feuerwehr, das macht auch bei der Polizei nicht Halt. Es ist einfach sehr schwierig, heute mit Menschen manchmal gerade in so Stresssituationen auch umzugehen. Und wenn dann natürlich das ein oder andere uns negativ entgegenschwappt, kann es dann auch zu beiderseitigen Überreaktionen kommen. Ja, klar. Es bleibt die Ausnahme, aber leider kommt es auch in unseren ländlichen Bereichen mittlerweile vor. Und sowas wie auf den Autobahnen, die Gaffer, ja, das haben wir schon vor 10, 20 Jahren gehabt, sowas. Aber es nimmt halt in der Fläche einfach leider zu. Es gibt immer mehr Gemeinden, die auf hauptamtlich praktisch umschwenken. Ist das ehrenamtlich nicht zu packen, sowas? Eigentlich nicht mehr. In der heutigen Zeit würde ich jedem empfehlen, wenn es irgendwie geht und wenn die Gemeinde mitmacht, es ist immer eine Entscheidung des Gemeinderates, durch den Bürgermeister hauptamtlich tätig sein zu lassen, weil einfach die Aufgaben so vielfältig geworden sind und vor allem auch die Belange, vor allem auch die Ansprüche, die Haltung der Menschen so umfassend ist, dass das eigentlich im ehrenamtlichen Bereich, wenn man nebenbei noch einen Beruf hat, ganz egal was man für einen Beruf hat, eigentlich fast nicht schaffen kann. Woher kommt das dann? Na, ich habe den Eindruck, und darüber bin ich natürlich schon unglücklich, dass das Thema Kirchenasyl, insbesondere, wir haben ja nur in Bayern dieses Problem,
Und wir haben das in Bayern gekriegt, als hier Landtagswahl war. Und ich hatte einfach die Befürchtung, dass es darum ging, irgendwie aus dem Thema was Politisches zu machen, mit dem man vielleicht Menschen vom rechten Rand von irgendwas überzeugen kann, dass man in der CSU besonders hart ist, gegen Ausländer und gegen Menschen, die Flüchtlinge sind. Ich habe immer wieder den Eindruck gehabt, dass das Vermitteln so ihr Ding war. In der ganzen politischen Karriere kommt das immer wieder vor. Natürlich in den Zeiten der Wiedervereinigung und natürlich auch in 1976 in Kreuth, wo Franz Josef Strauß ja tatsächlich, also wo es spitz auf Knopf stand, dass die Unionsfraktionen sich trennen, also dass CSU und CDU getrennte Wege gehen sozusagen. Ja Gott, der Beschluss war ja schon gefasst. Der war schon gefasst, ja. Ich gehörte zur Minderheit, das waren damals 30 zu 18, ich gehörte zu den 18, die dagegen waren. Strauß war dafür, das hat damals also auch unsere Wege getrennt und er war mir natürlich böse. Der habe ich entschieden widersprochen und ich hätte mich auch entschieden dagegen gewehrt, ich wäre diesen Weg nicht mitgegangen. Mhm. Weil es darum ging, die CSU so weit nach rechts zu positionieren, damit rechts von ihr keine andere Partei entstehen kann? Strauß hat gesagt, rechts von uns darf keine demokratisch legitimierte Partei entstehen. Aber auch zu seiner Zeit war mal die NPD im Bayerischen Landtag. Auch zu seiner Zeit gab es die Republikaner. Und wir hatten andere Institutionen auch in den 50er und 60er Jahren. Nein, man muss sie konsequent bekämpfen. Man muss ihnen natürlich auch die Themen wegnehmen. Man muss um die Wähler kämpfen. Aber man darf mit ihnen nicht koalieren. Man darf mit ihnen nicht gemeine Sache machen. Das ist entscheidend. Und da hilft kein Rechtsruck, sondern die Unionsparteien müssen in der Mitte sein. Und von der Mitte aus auch konservative Wählerschichten natürlich betreuen und bedienen, aber auch auf der anderen Seite offen sein. Die Mitte ist es, was uns auszeichnet, die Mitte der Gesellschaft. Und von da aus kann man, wie ich meine, erfolgreiche Politik machen. Und wenn Sie sagen, Sie wären diesen Weg nicht mitgegangen, hieße das, Sie wären aus der CSU ausgetreten oder hätten zumindest Ihre Ämter niedergelegt? Ich hätte auf jeden Fall meine Ämter niedergelegt, 1976. Entweder ich hätte mit der Politik aufgehört oder ich wäre damals zur CDU gegangen. Mhm. Aber eine Rechtspartei als CSU, den Weg wäre ich nicht mitgegangen. Mhm.